Erinnert ihr euch noch an Tomary? Da haben wir früher häufig vorbeigeschaut. Und Tomary hatte ja so ein Experiment hier gemacht, wo er selbst so ein Spielzeug entwickelt hat, eine Firma gegründet hat, Patent angemeldet und so weiter. Erinnert ihr euch noch dran? Wilde Zeiten. Was ist daraus eigentlich geworden? Jetzt, Jahre später, endlich die Aufklärung. Lange ist es her, dass wir on-stream Tomary-Video geschaut haben. Und natürlich öffnen wir Türchen 6 von Nikolaus, liebe Freunde, von unserem Holy Squad Adventskalender. Das ist schwer. Das ist kein Probierpaket. Das ist was Neues. Ein neuer Eistee. Wie cool. Der wird über den Squad-Adventskalender angekündigt. Wollt ihr es sehen? Na gut, ich zeig's euch. Darjeeling Honig-Eistee. Darjeeling ist, habe ich gerade gegoogelt, eine indische Region, nach der ein entsprechender indischer Tee benannt ist. Interessant. Na komm, wir probieren direkt. Mit dem Shaker aus Türchen Nummer 1. Mann, der sieht so schön aus. Der leuchtet richtig. Interessant. Cheers. Probieren wir das mal. Ich kann den Geschmack gar nicht ganz rausschmecken. Was so ein weirdes Statement ist. Schmeckt gut. Also ich schmecke den Honig, aber ich könnte jetzt nicht genau den Tee dahinter identifizieren. Schmeckt einfach nach Tee mit Honig. Schmeckt gut. Ich bin euch eine Erklärung schuldig, aber so richtig. Ich habe vor 4 Jahren ein Spielzeug erfunden. 2500... 4 Jahre ist das her, meine Güte. 4 Jahren ein Spielzeug erfunden. 2500 Stück davon auf Kickstarter verkauft. 2500 oder 200.000? Verkauft. Dafür 80.000 Euro von Zuschauern kassiert und persönlich... Dann hat er 2500 verkauft, okay. Persönlich dafür nochmal on top 100.000 Euro ausgegeben. Aber 4 Jahre später ist noch kein einziger MacFlip ausgeliefert. Und jetzt erzähle ich euch den Grund. Boah, das ist hart. Also, ich habe einmal in meinem Leben über einen Presale halt gearbeitet, beim allerersten Launch von unserer allerersten Edition, unserer eigenen Kartenmarke Somnium Cards, die Shadow Edition. Da haben wir im Februar gelauncht, einen Monat lang lief der Presale, also man konnte vorbestellen. Und mit dem Kapital, das wir damit gesammelt haben, haben wir dann die Produktion bezahlt, dann erst produziert und ausgeliefert haben wir dann im Juni. Das heißt, das waren 4 Monate Wartezeit. Und ich sag's euch, wie es ist, das waren mit die anstrengendsten 4 Monate meines ganzen Lebens. Also wirklich selten habe ich so viel Hass in E-Mails bekommen. Tausende von Mails von Eltern, das für ihre Kinder gekauft haben. Kinder, die enttäuscht waren und nicht nur Kinder, aber ich meine generell Leute, die enttäuscht waren und, ah, Matti, du Lügner, ich habe es im Februar bestellt. Du hast gesagt, das kommt danach. Jetzt ist danach. Wo ist es? Weil so viele Menschen das nicht richtig gelesen haben. Die haben teilweise am 4. Februar bestellt und am 10. Februar geschrieben, hä, wo bleibt es? Dabei war noch nicht mal die Presale-Phase vorbei. Ganz abgesehen von der Produktion und so weiter. Und es war so viel Stress. Und das war 4 Monate. Über 4 Jahre hinweg will ich mir nicht vorstellen, wie viele Abmahnungen er da schon bekommen hat. Oh. Was zur Hölle? Aber mit einem 3D-Drucker, damit kann man die Realität erschaffen. Und wie ihr mich kennt, habe ich jetzt einen 3D-Drucker bestellt, übel viel Werkzeug und werde jetzt versuchen, den nächsten Fidget Spinner zu erfinden. Also ein noch nicht dagewesenes Spielzeug konzipieren. Irgendwas Simples, irgendwas Geniales. Magneten sind cool. Magneten sind richtig cool. Boah, wenn ich einen Kugellager reinmachen würde. Oh! Ich habe einen Patentanwalt bezahlt. Wir haben uns die Markenrechte MacFlip gesichert. 5000 Euro drin investiert. Also Drucker, Patentamt, Material, alles Mögliche. In Deutschland Handarbeit. Wenn ihr uns jetzt bei der größten Schnapsidee des Jahrtausends unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns jetzt über den Link in der Videobeschreibung unterstützen und euch jetzt eins bestellen. Wir haben jetzt das Ziel, 15.000 Euro zu sammeln. Echt, ja, finde ich total geil. Das, was dem Fidget Spinner fehlt, dass es sozusagen ein erkennbares Ziel des Spiels gibt. Alter, wie geil ist denn dieses Spielzeug, was du da gebaut hast? Das könnte halt wirklich Fidget Spinner 2.0 werden. 15.000. Mann, ist das eine coole Sache. Und das ist immer so schön. Du siehst hier diese Zusammenfassung, was so war, ne? Und das, ich habe das ja auch damals mitverfolgt. Ist halt voll cool. Wenn du dann 4 Jahre später so ein Video siehst, übrigens, war alles für die Katz. Kein einziger konnte bisher geliefert werden. Oh, Junge. Oh, das tut so in der Seele weh. 80.000 Euro habe ich gesagt, brauche ich, um das Spielzeug auf den Markt zu bringen. 80.000 Euro habe ich von euch über Kickstarter bekommen, beziehungsweise nach Steuern und Abgaben 67.000. Und 9 Monate später war nichts mehr davon über. Aber der MacFlip war fertig. Theoretisch. Das ist jetzt basically das Ergebnis von über einem halben Jahr Arbeit. Ah, als ob er einfach so drin liegt. Das ist sick. Mir fällt damit halt auch einfach so ein Riesenstein vom Herzen, weil jetzt diese ganze Zeit... Es gibt so viele Leute, die das Teil halt einfach schon gekauft haben. Besten Gewissens kann man das Ding jetzt einfach an 2500 Leute ranschicken. Spoiler, kann man nicht. Darf man nicht. Das ist kein fertiges Produkt. Und deswegen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir
diese ganzen Richtlinien einhalten. Das war auch etwas, was ich sehr unterschätzt hatte, als sie damals Somnium Cards gegründet haben. Meine Fresse, habe ich das unterschätzt, wie viele Auflagen, Richtlinien und so weiter du befolgen musst. Ich nehme mal die aktuelle Edition, die Galaxy Edition, okay? Vielleicht fällt euch da was auf. Seht ihr was auf der Unterseite? Komisch, warum haben unsere Somnium Decks denn dieses CE-Symbol? Jetzt sag bloß, diese Spielware fällt unter die Kategorie Spielware. Und dafür gelten dann ja Richtlinien, weil es ist ja Spielware. Junge. Schwierigste sind eigentlich kleine Teile, Magneten und Schnüre. Was denkt ihr, was diese Teile hier aushalten müssen? Es sind tatsächlich 18 Flaschen, sprich 9 Kilo, was dieses Teil hier aushalten muss. Wisst ihr, ich habe mir damals wirklich gedacht, ich habe den MacFlip jetzt ja schon komplett fertig entwickelt im 3D-Drucker. Bis der auf dem Markt ist, das dauert vielleicht ein paar Monate. Aber könnte man da nicht theoretisch irgendwie den Modus machen, Unternehmen irgendwo im Ausland anmelden? Offiziell läuft das da und die Produktion und so und dann ist es nur ein Importprodukt. Ich meine, klar, dann hast du viel mehr Ausgaben und so, aber könnte man damit nicht irgendwelche Richtlinien umgehen? Ich meine, ich weiß das jetzt nicht, ich bin da kein Experte. 3 Jahre hat es jetzt gedauert, bis aus dem Prototypen, aus dem 3D-Drucker, ein fertiges Produkt wurde, das alle Normen und Vorschriften erfüllt, inklusive Verpackung und Anleitung, die nochmal weitere Vorschriften und Normen erfüllen. Ich könnte mich jetzt über übertriebene deutsche Bürokratie aufregen, die jeden einzelnen kleinen Schritt viel zu kompliziert... Aber, so nervig es auch ist, es ist jeder Furz geregelt. Und niemand kann meckern, dass irgendwas unfair wäre, sondern es ist alles klar definiert und klar schwarz auf weiß geregelt. Es ist unfassbar nervig, aber es ist fair. Gleiches Recht für alle, theoretisch. Mitmacht? Mach ich aber nicht. Nicht heute. Schaut ihn euch doch mal an. Der Junge ist noch ein Kind. Damals war ich frische 22 und wer in dem Alter ohne Connections in der Industrie auf die Idee kommt, Spielzeug selber zu erfinden, zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben, ja, der hat sie per Definition einfach komplett gar nicht mehr alle. Weil das eigentlich unmöglich sein sollte. Das habe ich aber damals nicht gewusst. Deswegen habe ich es dann einfach probiert. Ich dachte sogar, der Weg bis zum fertigen Spielzeug ist eine Sache von ein paar Monaten. Profis wie Professor Dr. Harald Lange haben schon damals gesagt, wenn die Idee komplett neu sein soll, dann halte ich es für unrealistisch. Weil eine komplett neue Idee, da braucht man Jahre für. Und was soll ich sagen? Da hat er recht gehabt. Aber jetzt ist es soweit. Der MacFlip kommt vor Weihnachten 2024. Oh, das ist ein Werbevideo. Ach so! Ich dachte jetzt, das wird ein Real Talk Statement Rechtfertigungsvideo. Es ist eine Werbung! Zuerst schicke ich die 2.500 raus, die die Supporter von Kickstarter bestellt haben. Und danach ist er für jeden erhältlich. Also wenn ihr nach Weihnachtsgeschenken sucht, könnt ihr jetzt damit aufhören. Eine Werbung. Wir haben schon etliche MacFlips produziert. Übrigens ein Kumpel von mir hier in Bayern. Der will bald mit seiner Freundin ein Haus bauen und verdient sich damit quasi was dazu neben seinem Job. Ich finde den auf jeden Fall extrem geil. Das ist was Weltneues, gab es davor noch nicht. Ich persönlich bin komplett davon überzeugt. Ich bin da so selbstbewusst, ich glaube, dass der relativ schnell ausverkauft sein wird. Und bis wir dann neu produziert haben und neu zusammengebaut haben, das wird lang dauern. Also wenn ihr die Ersten sein wollt, die es erfahren, wenn der MacFlip bald auf Amazon verfügbar ist, damit ihr auf jeden Fall einen kriegt, auch vor Weihnachten, dann tragt euch jetzt über den Link in der Videobeschreibung den MacFlip Newsletter ein und vergesst nicht diese Bestätigung. Ja, aber es freut mich, es sei ihm gegönnt. Es freut mich sehr, dass er anscheinend all diese Probleme dann doch lösen konnte. Weil, stellt euch vor, 4 Jahre, 165.000 Euro Schulden und am Ende musst du einfach alles zurückzahlen an die Kickstarter-Leute und ja, sorry, Projekt kann ich doch nicht umsetzen. Perfekt. Das E-Mail anzuklicken. Ich will noch nicht zu viel spoilern. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel von der MacFlip-Produktion und Entwicklung dokumentiert und auch zurückgehalten. Aber jetzt im Dezember ist hier auf meinen beiden Kanälen die Hölle los. Also ach, warum das denn? Hauptkanal und Zweitkanal abonnieren, wenn es euch interessiert. Ich glaube, sowas hat es noch nicht gegeben. Also viele YouTuber haben ja Produkte auf den Markt gebracht, weil die mit irgendeiner Firma kollaboriert haben. Dann haben die, weiß ich nicht, Produkte, Lebensmittel auf den Markt gebracht, die halt irgendeine Firma macht, die halt einfach nichts anderes macht als Lebensmittel. Aber das ist hier nicht so. Also der MacFlip ist ein komplett neues Ding, das gab es davor noch nicht. Und No Front ist jetzt auch kein Deo, das ein bisschen anders riecht. Das, was komplett neu ist, mit Patent und allem. Was meint er mit, das gab es noch nicht in Deutschland? Dass jemand ein Produkt, oder meint er, dass ein YouTuber ein Produkt entwirft? Oder weiß ich, das ist, ich kann es jetzt nicht. Fühlt sich so ein bisschen nicht korrekt an. Drum dran. Also verfolgt die Videos gerne, wenn ihr wissen wollt, ob der MacFlip jetzt, wie damals groß angekündigt, jetzt wirklich wie der neue Fidget Spinner wird.
Übrigens mit mindestens einem entscheidenden Vorteil. Das, was dem Fidget Spinner fehlt, das ist sozusagen ein erkennbares Ziel des Spiels. Ja, die Frage ist, wie teuer das am Ende ist. Weiß wer von euch dann den Landing Price nachher? Weil ein Fidget Spinner hast du zu Hochzeit an jeder Ecke, bei jedem Kiosk in Billo-Plastik-Variante schon für 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro bekommen. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. So, also so ein Fidget Spinner war halt so ein Ding, wo du nicht drüber nachgedacht hast, es zu kaufen, weil ja, die paar Euro kommen kack drauf, so ein bisschen brrr, fertig. Genau, also verfolgt gerne, wenn ihr wissen wollt. 2,50 Euro. Nur 2,50 Euro. Der MacFlip. Ach, du meinst die Fidget Spinner 2,50 Euro. Okay. Also laut Mathe, er hat 80.000 Euro bei Kickstarter Umsatz gemacht. 2.500 Leute ungefähr haben gekauft. Das sind im Schnitt 32 Euro, die jeder ausgegeben hat. Ob es ein Erfolg wird oder nicht. Ich werde auf jeden Fall wie immer transparent alle Zahlen mit euch teilen. Und jetzt mal was Ernstes. Es tut mir leid. An alle, die da jetzt 4 Jahre lang drauf gewartet haben, weil die am Anfang an meine Idee geglaubt haben und mich unterstützt haben. Ja, es geht auf meine Kappe, das ist auf jeden Fall meine Schuld. Ich könnte jetzt den ganzen Regularien die Schuld geben, weil die sind natürlich schon so, dass eigentlich nur ein Konzern mit Anwälten und sonst was eine Möglichkeit hat, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Aber das muss man einfach vorher wissen, bevor man Millionen Menschen sagt, die das Video gesehen haben, dass der MacFlip einfach in ein paar Monaten rauskommt. Ich finde es positiv, also das macht es authentisch. Die Story, die du damit erzählst, ist damit echt. Nämlich, ich bin einfach nur ein kleiner, junger, dummer Dulli, der eine Idee hat. Und ich nehme euch mit auf die Reise und zeige euch, wie ist das, wenn man als normaler, junger, dummer Dulli so ein Produkt entwerfen will, dass man dann plötzlich auf diese ganzen Regularien und so weiter stößt, die einem vorher nicht bewusst waren. Klar ist das ein Fehler, sozusagen. Aber er ist ein wichtiger Teil der Story. Nämlich, brauchst du für die Heldengeschichte, brauchst du den Fall. Das ist ganz wichtig. Das ist meistens Regel Nummer 1, warum man bei schlechten Filmen den Hauptcharakter nicht mag, ist, er fällt nicht. Warum so viele Leute, inklusive mir, nichts anfangen können mit den Star Wars Sequels, mit Rey Skywalker. Rey Skywalker fällt nicht! Wahrscheinlich Skywalker. Rey fällt nicht! Wo ist der Fall? Mann! Ich habe immer wieder Updates auf Kickstarter rausgebracht, wie der aktuelle Stand so ist. Insgesamt 27, aber das waren einfach nicht genug. Über ein paar Sachen konnte ich nicht reden, wie zum Beispiel Patente und so weiter und so fort. Da kann ich einfach nicht Sachen veröffentlichen, während die gerade am Laufen sind. Aber es hätte einfach mehr sein müssen. Und das fühlt sich natürlich dann für Leute, die da ja Geld reingesteckt haben, einfach nicht geil an, wenn da halt nicht super regelmäßig was kommt. Für manche ist dadurch der Eindruck entstanden, dass ich eigentlich gar nicht weiterarbeite, was natürlich nicht stimmt. Ich habe die ganze Zeit weiter dran gearbeitet und ja, das hat jetzt tatsächlich 4 Jahre lang gedauert, bis das Ding fertig entwickelt war. Und nicht nur die 4 Jahre muss ich da reinstecken, sondern halt auch 100.000 Euro von meinem privaten Geld habe ich reingesteckt, damit es einmal weitergehen kann, weil das alles so viel teurer und aufwendiger geworden ist. Auch wenn auf Kickstarter noch Updates kamen, habe ich das Thema in den letzten beiden Jahren auf meinem Kanal nicht mehr so richtig an die große Glocke gehangen. Also gar nicht. Weil natürlich zu Recht sehr viele Stimmen laut geworden sind, die gesagt haben, wo bleibt der MacFlip? Und das war auf jeden Fall unter jedem Video, unter jedem Instagram-Post. Selbst wenn ich bei anderen YouTubern irgendwo auf Instagram zu sehen war, stand immer unten drunter, wo ist der MacFlip? Und manche haben dann auch darauf geantwortet, dass der niemals kommt und dass ich irgendwie mit dem Geld abgehauen bin. Was komplett gar nicht stimmt. Also wie gesagt, die 67.000 Euro von Kickstarter, die waren sehr schnell komplett investiert in den MacFlip. Ich habe selber nochmal 100.000 Euro draufgelegt und ich hätte jetzt, wenn es nötig gewesen wäre, auch nochmal 100.000 Euro draufgelegt, weil das einfach nicht geht, dass da Leute auf Kickstarter den bestellen und der dann halt nicht kommt. Und zusätzlich finde ich natürlich die Idee geil, weil jeder, der jetzt rechnen kann, denkt sich, okay, der hat 67.000 Euro von Kickstarter bekommen, hat selber nochmal 100.000 Euro draufgegeben. Das heißt, von den 67.000 Euro hat er selber ja gar nichts. Das heißt, er hat jetzt eigentlich 100.000 Euro dafür ausgegeben, dass 2.500 Leute tatsächlich auch ein Spielzeug bekommen. Aber ich habe natürlich nicht nur einfach Anstand und will, dass die Leute ihr MacFlip bekommen. Ja, der hat die 100.000 ja nicht nur in diese 2.500 Units investiert. Der wird 10.000 oder 50.000 davon produziert haben und die ja jetzt launchen. Also. Sondern ich glaube auch so sehr an die Idee, dass ich denke, dass ich das Geld auf jeden Fall wieder bekomme, weil das so geil ist, dass den so viele Leute kaufen werden. Also, ich weiß nicht, ich habe das Leute testen lassen, das liegt immer hier. Alle Gäste, die herumkommen, sagen, oha geil, was ist das? Da schweben ja die Magnete, das ist ja so. Ja, das ist zwar eine coole Sache und so, aber ich bin ehrlich, ich würde mir das Ding nicht kaufen, einfach aus dem Grund, dass ich ein Mensch bin. Wenn ich was zum Fidgeten brauche, in meinen Händen zum Rumspielen, ihr glaubt nicht, wie satisfying das ist, wenn man sich so ein Somnium Cards Galaxy Deck rausholt und einfach den hier macht. Ganz ehrlich, was brauche ich da für irgendeinen MacFlip, Fidget Spinner oder sonst was? Oh, Fidget Spinner? Guck mal hier. MacFlip? Ich will magnetisch. Hä? Guck mal hier. Was brauche ich in MacFlip? Guck mal. Das ist mein Daumen. Ich brauche keinen MacFlip. Das macht mein Daumen. Brauche ich alles nicht. So geht das nämlich auch. So einfach einen Film gucken, ganz entspannt auf den. Guck mal, mit so einem Kartendeck kannst du viel mehr machen, als einfach nur
so cool. Gäste sagen immer, okay, hey, wie soll das gehen? Und dann muss man halt den Trick lernen und dann will das jeder lernen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das ein sehr großer Erfolg sein wird. Ja, und wenn nicht, dann bin ich die 100.000 Euro wirklich los. Und ja, und wenn nicht, dann kaufen alle Somnium Cards. Und dann werde ich irgendwann 5.000, 6.000 Kartons von denen hier im Keller rumliegen haben. Und meine Enkel werden mich fragen, hey Opa, wieso hast du 5.000, 6.000 Spielzeuge in dem Zimmer? Weil davon trennen könnte ich mich jetzt auch nicht, wenn ich darauf sitzen bleiben würde. Aber das wird nicht passieren. Tatsächlich denke ich, dass wir deutlich zu wenig Magflips produziert haben und der wirklich sehr schnell ausverkauft sein wird. Es passiert gerade im Hintergrund so viel und das Problem ist natürlich über Weihnachten, also angenommen, das zeigt sich jetzt, okay, das geht mega gut. Ich bestelle dir dann nochmal viel mehr, damit ich diese Nachfrage decken kann. Dann können die natürlich über Weihnachten trotzdem nicht direkt produziert werden. Weil bei den meisten Firmen, also auch bei der Spritzgussfirma, die diesen Griff und alles Mögliche halt in Deutschland hier produziert, für 2-3 Wochen fast gar nichts geht. Verdienterweise. Und wenn der Zug... Cool. Made in Germany, Produktion wirklich in Deutschland, das ist gut. Weil so ein Ding, das sieht wirklich so aus, er bringt das jetzt auf den Markt und es dauert genau 3 Monate und dann kommt die Billigversion aus China, die du dann auf Temu für 50 Cent bestellen kannst, ne? Genau nach so einem Produkt sieht das nämlich aus. Sieht halt aus, als ließe es sich sehr, also relativ leicht aus Plastik nachbauen, ohne sich an die ganzen Regularien zu halten. Er hat jetzt diesen ganzen Pain, 100.000 weg, bla bla bla, diesen ganzen Pain durch, um ein hochwertiges Produkt aus Spritzguss und was weiß ich. So, und China macht das halt aus Plastik mit einem dünnen Faden, mit einer dünnen Schnur, wo all diese Regularien nicht eingehalten werden und bringt es für 50 Cent auf den Markt, so ein Ding. Also das sieht nach einem Produkt aus. Hat er es nicht lizenziert? Doch klar, aber das ist doch China egal. Glaubst du, China interessiert deutsches Patentrecht? Die werden es rausbringen und die Deutschen werden es Billo bestellen und dann heulen, das geht so schnell kaputt. Wo viele Menschen einen Magflip wollen, die den aber nicht haben können, dann ist es natürlich blöd für die Leute, weil die den nicht kriegen. Ist aber auch blöd für mich, weil ich natürlich möglichst viele Magflips verkaufen will. In den nächsten Monaten geht es hier wirklich rund. Allein in der Woche kommen noch weitere Videos auf meinem Zweitkanal online zum Magflip. Wie gesagt, wenn ihr die Ersten sein wollt, die die Gelegenheit haben, einen Magflip auf Amazon zu kaufen, meldet euch beim Newsletter an. Und ich mache mich jetzt an die Arbeit, dass die Dinger möglichst schnell an die Leute von Kickstarter rausgeschickt werden. Coole Sache auf jeden Fall. Also ganz, ganz viel Erfolg, Tomary. Ich find's immer schön, die unternehmerische Reise von Menschen zu beobachten. Und ich lerne selbst auch immer daraus, aus deren Fehlern und so. Ich versuche immer aus allem so eine Lektion zu ziehen. Und oh mein Gott, hat er häufig Titel und Thumbnail geändert. Kurz zum Abschluss, guck mal. Es hieß erst das Magflip-Statement. 165.000 Euro Schulden für Tomarys Spielzeug. Dann Schulden für meine Erfindung. Dann Schulden für mein Spielzeug. Dann Schulden für Tomarys Spielzeug. Ausrufezeichen. Dann hieß es plötzlich Tomary. 165.000 Euro Schulden für ein Spielzeug. Magflip-Statement. Jetzt ist er bei dem Titel gelandet und Thumbnails waren einmal so und dann hat er, was ist denn hier passiert? Gesicht bisschen aufgehellt und die Haare so ein bisschen gemorpht. Ah, auch schön. Actually, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Mit dem Hintergrund finde ich viel besser. Viel besserer Hintergrund als vorher. Und hier geht es natürlich Nummer 5, wo es um die Zerstörung der Solarindustrie geht. Da findet ihr auch den 5. Buchstaben für das Passwort. Also schaltet da auf jeden Fall auch gerne rein.